Ja, wer möchte denn alles spielen? Ja, wer möchte denn alles spielen, meine Damen und Herren? Ich glaube, es ist T. Loni mal wieder. Wer heißt jetzt wie? Wer heißt Steven Gatien, meine Damen und Herren? Wer weiß es nicht. Ja, nächste Folge. Ich habe gedacht, komm, ich nehme gleich noch ein zweiter am Stück auf, weil ich habe halt krass Bock gerade. Und ja, die elendige Namenssuche. Es geht mir so auf die Eier. Traumprinz habe ich auch schon letztes Mal überlegt, aber Toni hatte ich schon. Ich will halt ungern einen Namen zweimal nehmen, vor allem hier gibt es so viele. Ist halt wirklich nicht nötig eigentlich. Teddy. Ja, letztes Mal Eisbär, heute Teddy, ne? Da wurde jemand wohl degradiert. Und du willst das schaffen? Ich hoffe, du hast genug Gehirnzellen eingepackt. Mm. Sie wollen Schlag den Rat? Sie bekommen Schlag den Rat. Kriegst du Schlag aufs Maul, kriegst du gleich Steven? Was, wird mir erstmal blöd angemeckert? Finde ich schon ein bisschen dreist irgendwie. Spiel 1. Schlag den Rat. Schätzen. Oh, es geht wieder so los. Okay. Wir beginnen heute also mit Schätzen. Letztes Mal ging es ja mit, was ging es da los? Mit irgendwas. Und es ging auch, hat auch noch erstmal 10 Minuten, 15 Minuten ausgefüllt. Also geht heute hoffentlich ein bisschen schneller. So, jetzt wollen wir schätze mal ich mal. Entschuldigung. Ihr spielt abwechselnd. Es werden Fragen gestellt. Ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Okay, kein Problem. So Leute, lasset uns beginnen. Wie viele Millionen Quadratkilometer ist die Fläche von China? Ach, Entschuldigung. Ja, also ich fange an. Heißt, ich muss, darf diesmal auch hingucken. Die Fläche von China. Wie viel waren in Asien? Asien waren 38 oder so. Man schätzt sich bei China mal auf 12. Stefan, bitte los. Oh, Stefan darf ran, antwortet mit 22 und liegt damit Punkt weiter weg. Für dich. Deine Schätzung ist besser. Teddy knuddelt den Rat weg. Wird nächste Runde gewinnen. Wann wurde John Lennon erschossen? Ja, super. So, ich halte die Hand wieder davor, dass ich nicht Teddy sehen kann. Los, was zeig's uns. Stefan eingibt, John Lennon wurde 19. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. 85? 78? Was weiß ich? 1980. Wow. Teddy, gut geschätzt, ist halb gewonnen. Im Mittel getroffen. Ja. Eine neue Runde beginnt. Wie viele Millionen Menschen sprechen weltweit Russisch? Boah, ey. Teddy, bereit? Es ist Tukaloni, Wortarsenal. Boah, ey, normal, ey, und voll super, ey. Entschuldigung, wie viele Millionen Menschen sprechen weltweit Russisch? Hm. Also schon in Millionen angegeben. Wir haben 7, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Eventuell eine. Achso, in Millionen muss ich angeben, nicht eine. Dann sage ich 900. Oder mehr? 200. Wow! Ast rein, so wenig nur? Danke, Herr Gätchen. Ja, gut, in Russland leben. Damit hätte ich nicht. Ja, okay, gut. In welchem Jahr fuhr die erste Eisenbahn in Deutschland? Oh, das war... Ich muss nicht verdecken, ich kann nicht gucken. Das war... Scheiße, scheiße, scheiße. Das war... Wann war denn das? War das nicht die von Nürnberg nach Fürth? Das könnte die gewesen sein. Also wir bewegen uns irgendwo um 1900 rum. Ich sage 1900. Stefan, jetzt kommst du. Vielleicht auch schon 1800 irgendwann, aber es ist schwer. 1835. Wow, okay. Klasse, Stefan. Du hast ein gutes Gespür. Voll verschätzt. Endlich akzeptierst du mal meine Überlegenheit. Ja, schwach. Hat sich Eisbär so besser angestellt letztes Mal beim Schätzen. Glaube ich zumindest. Wie viele tausend Quadratkilometer hat die Fläche des Schwarzen Meeres? Alter, ihr mit euren Quadratkilometern immer so. Hand davor, nicht gucken. Also ihr schon, aber also ich halt nicht. Nun darfst du ran. Weil ich muss ja spielen. Die Fläche des Schwarzen Meeres. Boah, das kann jetzt so ziemlich alles sein. Vor allem noch in 1000 Quadratkilometern ist ja noch schlimmer. Schwarzes Meer. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich habe auch... Das ist wie beim letzten Mal. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu einer Größenordnung gerade. Wenn mich jemand fragen würde, in Quadratkilometern... Na, da ist halt einfach keine Zahl, wo ich sage, das könnte es sein. Deswegen... Quadratkilometer.
Also Asien hatte 38 Millionen Quadratkilometer. Vielleicht kann man dadurch irgendwas ableiten. 100. 424. Naja, immerhin näher dran. Punkt für diese Runde geht an dich. Und unser Spiel geht weiter. 424.000. Wie viele Beinpaare hat ein Hummer? Oh, Alt, ernsthaft? Was hat denn das mit Schätzen zu tun? Das ist ja eine Wissensfrage. Leg mal was vor. Ja, wie viele Beinpaare hat ein Hummer? Was ist ich? 6? 5. Ted, ich schätze, der Punkt geht an dich. Meine Nacht. Das ist sehr unwitzig, Steven. Es geht weiter. Sehr auf. Ich bin froh, dass er in der Show auch nicht so, nicht auch so schön ist. Wann schrieb Bram Stoker Dracula? Das hat nicht, ist aber bei Spiel 3 genauso schlimm. Das ist eigentlich noch schlimmer. Das sind ja noch mehr Wissensfragen. Ja, zum Beispiel, wie viele Luftballons kommen in Nenas Song vor? Und dann sagt man 99, ja? Das ist keine Schätzfrage, das ist eine Wissensfrage. Das ist hier genauso. Wobei, da kann man es eventuell noch verstehen. Dracula, ja, 19. Ich habe überhaupt keine Ahnung. 60. Stefan, zeig mal, was du drauf hast. Wahrscheinlich viel zu spät. Ja, ja, genau sowas. 1897. Ja. Diese Runde geht an Stefan. Da hätte ich mal ein bisschen länger nachgedacht, lieber. Dann machen wir mal voran. Wie viele Meter unter dem Meeresspiegel liegt das Ufer des Toten Meeres? Okay, also, das Tote Meer liegt unter dem, unter dem Meeresspiegel unter normal Null. Die Frage ist, wie viele Meter? 100, 200? Ist nicht zu viel, glaube ich. Stefan, ich tipp mal, zeig, was du kannst. 200. Stefan tippt ein und sagt 270. Und das ist gut. 20. Bravo, das ist gut, Stefan, gleich da aus. Ich schätze es, wenn Sie das sagen. Das könnt ihr echt nicht machen. Interessant. Leute, es geht nicht. Wie viele Millionen Kilometer befindet sich die Erde durchschnittlich von der Sonne entfernt? Weiß ich. Weiß ich. Da kann Stefan eingehen, da muss ich gar nicht verdecken. Ich mach's trotzdem. Teddy, los geht's. 150. Teddy, du hast ja ein gutes Gespür. Der Punkt geht an dich. Wer schätzt, gewinnt. Zumindest du. Super, das war verdient. Als Physiker, sowas hat man drauf. Okay, gut, 149 und... Ja, ja, ist ja gut, hört mal auf zu klatschen. Ob 149 nun oder 150. Der naja, muss man jetzt nicht. Aber richtig, wichtig, 1-0. Spannung. Spiel 2. Superkorb. Was? Was ist das denn? Superkorb. Ihr solltet einen Ball in einen Baseballkorb, ja, in einen Basketballkorb werfen. Es wird aus einer Entfernung von 20 Metern gestartet. Wenn keiner von euch getroffen hat, wird in der nächsten Runde einen Meter näher gerückt, bis zu einer Distanz von 10 Metern. Es gewinnt der Erste, der den Ball in den Korb trifft. Wenn ihr beide trefft, geht's weiter. Hier sind wir nun zusammengetroffen, okay, um einen Ball in einen Korb zu werfen. Also ihr, ich natürlich nicht. Ihr ja, spielt ja, schon klar. Abwechselnd. Ihr sollt einen Ball in einen Basketballkorb werfen. Es aber ganz ehrlich, ich glaube, das hat man aus der Erklärung schon verstanden. Übrigens, das war, glaube ich, mal irgendein Spiel 15 in der TV-Show. Also dann 20 Meter. Oh nee, Leute, Leute. Ich bin froh, dass ich immer noch meine Musik hier im Petto habe. Ist noch die Frage, welche? Die Musik ist gut. Ach, bewegen muss ich auch noch. Ay, oh, meine Güte. Ah, nee, das wird's nicht werden. Nein. Teddy, deine Hand-Auge-Koordination ist etwas fehlerbehaftet. Ganz ehrlich, warum nimmt man Soundtracks, die ich noch nie vorher in der TV-Show zum Beispiel gehört habe? Finde ich nicht gut. So, Stefans erster Versuch. Geht aber auch daneben. Also, es wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis hier der Erste versenkt wird. Früher oder später werde ich ihn schon versenken. Ja. Wir verringern auf 19 Meter. Das glaube ich dir. Also, hier, es wird ein bisschen dauern, ja? Das war viel zu wenig Kraft und auch die Richtung ganz, ganz schwach. Also da. Ne. Moment. Teddy. Moment, Moment. Anschließend drücke die linke Maustaste und bewege nach links oder rechts, um die Flugbahn zu verändern. Machst genau. Du das mit Absicht? Das Spiel hatte ich nämlich schon mal. Jetzt, wo das hatte ich, glaube ich, beim allerersten Mal, wo ich die CD eingelegt habe, das erste Mal, wo ich gespielt habe. Ich kann die Flugbahn danach noch verändern. Das war nichts, Stefan. Beim nächsten Mal wird's halt was. Jetzt sind wir bei 18. Ist aber auch schwer, gleichzeitig auf die Mitte und gleichzeitig auch eine gute
Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. Aber er war zu schwach. Teddy, das war leider nichts. Also man hat's gesehen, an den grünen Pfeilen, ob ich nach links oder rechts gesteuert habe. Ist aber auch sehr sensitiv, also sensibel. Weiß ich nicht. Irgendwas ist es. Stefan, der kommt gut, aber naja. Das war eine Stefan Raabs nicht würdig. Zu Recht am Wieder Grün. Nichts. Dann verringern wir mal die Distanz. Und das war schon wieder zu wenig. Das war schon wieder zu wenig Power. Das ist unglaublich. Teddy, vorbei. Naja. Man kann es so ganz, ganz schwer einschätzen. So, wenn Stefan jetzt trifft, hat er übrigens gewonnen. Wollte ich nur mal gesagt haben, für die, die Regeln noch mal erklärt haben wollen, aber... Nee. Das ging in die Hose. Das würde ich doch spüren. Dabei dachte jeder, du würdest auf Boxen stehen wie Bose. Nein. Der könnte... Oh! Knapp! Daneben. Oh, ja. Die Musik wiederholt sich ja nicht, weil ich alle in der Liste habe. Das habe ich ganz vergessen. Und auch jetzt, es wird langsam knapper. Weit vorbei. Es wird langsam knapper. Naja, so weit auch wieder nicht. Ja, nee, Stefan muss ich sagen, ja. Dann noch einen Meter näher. Aber da hat Steven schon wieder ein bisschen übertrieben, muss ich ja ehrlich sagen. Nee, das hat auch nicht ganz gereicht. Verfehlt, schade. Du Ballkünstler. Bam. Was ist denn jetzt los? Leck oder was, Junge? Daneben, Stefan. Verdammt! Vielleicht trefft ihr ja von 14 Meter. So, 14. Wir kommen immer näher an die besagten 10 Meter ran. Viel zu viel! Das war viel zu viel! Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Teddy, leider verfehlt. So, die 14 Meter bleiben und Raab, wir wissen, oder wir denken dann, Raab hatte nach, aber der geht voll vorbei. Ja. Manchmal erkennt man es aus der Flugkurve schon. Korb gelandet. Früher oder später werde ich ihn schon versenken. Ja, eher später, würde man sagen. 13 Meter, hoffentlich bedeutet das nicht Unglück für einen von euch. Oh, komm, ernsthaft. Das ist der Treffer! Stefan hat aber den Nachwurf. Heißt, wenn Stefan trifft, geht es weiter. 13 Meter, den kann man machen, den muss man aber nicht machen. Gut ausgeholt, gut geworfen. Das Bild ein bisschen laggy, aber der ist nicht drin! Sieg! Das war nichts, Stefan. Beim nächsten Mal wird's halt was. Teddy, du bist ja ein Ballkünstler. Ein schöner. Ja, Entschuldigung, Moment. Das ist ja der helle Wahnsinn! Crazy Motherfucker, okay. Boah, 13 Meter haben gereicht. Bis jetzt. 15 Minuten um und erst zwei Spiele. Wunderbar. Das kann ein schöner Abend werden. Spiel 3. Wer lügt? Wer lügt? Klassiker bei Schlag den Raab. Steven, bitte. Wer lügt, möchte ich jetzt von euch wissen. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Feststellung muss überprüft werden. Es gibt 10 Antworten, von denen 7 richtig und 3 falsch sind. Jede Antwort ist nur für kurze Zeit zu sehen. Du musst buzzen, wenn eine Antwort falsch ist, um einen Punkt zu bekommen. Wenn du aber falsch liegst, erhält dein Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Aller Anfang ist schwer. Okay. Ich bin eine Figur aus Mario Kart. Luigi. Komm, Stefan, drück. Ja, das könnte ich jetzt wissen. Mario. Nein, ernsthaft. Das ist ja unglaublich. Wario. Ja, Wario ist dabei. Oder? Ich weiß nicht. Louis. Wer ist denn Louis? Das war nicht schlecht. Zum Glück. Interessant. Ja, Wario ist natürlich auch dabei. In mir stecken Bytes. Ja, okay. Gigantobyte. Was? Teddy, ist doch gar nicht so schwer, oder? Giganto ist keine Einheit. Es geht weiter. Also wahrscheinlich wäre sowas richtig gewesen. Ich bin eine Figur aus den Asterix-Comics. Sowas richtig gewesen wie Gigabyte Dr. oder Who. Kilobyte oder so. Was, Dr. Who? Da steht kapiert nix. Was willst du denn? Teddy,
Die Runde ging an dich. Ja, das Dr. Who-Keine-Figur aus Asterix-Comics ist, ne? Das ist echt der Aussage. Das Spiel geht weiter. Da war, glaube ich, ein Soundsample falsch verlegt. Ich bin eine Londoner U-Bahn-Linie. Das waren aber auch bisher drei schöne Fragen. Also, kannte ich mich gut aus. Baker, okay. Bakerloo, keine Ahnung. Jetzt kommen die unschönen Jubilee. Fragen. District. Yo, danke. Ein sicherer Punkt für Stefan wird so ein Geschenk an die andere Seite. Yes. Neue Runde, neues Glück. Oder so. Ja, da hatte, also wie ich gesagt, bin eine Figur aus der Serie Dallas. Glück, da hatte Teddy aber Helena ordentlich Southworth Glück. Helena Ewing. Ray Krebs. Keine Ahnung. Also Ewing, der Name Ewing und Dallas, das könnte passen. Chase Gioberti. Ja, und Stefan trifft 4-1. Stefan hat diese Runde für sich verbucht. Verbucht und zugenäht. So, was war das denn? Wissenschaftler zweifeln an meiner Existenz. Stefans Intelligenz. Das manische Teufel. Alter. Das Spiel was, scheint Alter? Dir nicht so recht zu liegen. Aber mir liegt's sehr. Da war eine Wissenschaftsfrage und ich darf nicht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Schade, okay. Ich lebe in Springfield. Oh, ja. Komm. Maggie Simpson. Nein, natürlich. Also die Frage wird, na, ich sag 80%. Zu 80% an mich Stan gehen. Stan Marsh. Stan Marsh am Arsch, Junge. Unglaublich, wie man derart die Konzentration South Park. Kann. Teddy, du bist der Gewinner von Wer lügt? Ist umso, yes. umso schöner, wenn man South Park gerade gespielt hat. Gerade wie erzählt sieht hat und dann. Zwischenstand naja, aus? Geschenk. Es war ein Geschenk. 4 Fragen waren geschenkt. Es lief gut. Spiel 4, bitte. Spiel 4. Würfel. Oh, es wird also wieder so ein Spiel, okay. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Das ultimative Zockerspiel. Würfel. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt insgesamt 50 Punkte erwürfeln. Nach jedem Wurf habt ihr die Wahl aufzuhören und die bisher gesammelten Punkte zu speichern oder nochmal zu würfeln. Würfelt ihr allerdings eine 6, gehen die nicht gespeicherten Punkte verloren. So, konzentriert euch, es geht los. Teddy, jetzt beginnst du zuerst. Okay. Ich habe mir auch schon eine Taktik überlegt, weil beim letzten Mal lief es nicht so gut. Ich hatte auch Pech, ganz klar, aber das geht besser. Und ich mache einfach mal. Genau. Nochmal? Das letzte Mal habe ich versucht, immer die 10 voll zu kriegen. Verdammt! Ich hab's mir doch gedacht. Ja, nee, für eine 5 sichere ich nicht. Pass gut auf. Also, meine Taktik. Stefan, bereit? Oh, ja. Meine Taktik wäre gewesen, ich beende, sobald eine 5 kommt, es sei denn, ich habe erst einmal gewürfelt. Und das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Willst du weiter würfeln, Stefan? Weil somit, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Somit sichere ich immer mehr als 5. Und das ist gut. Es sei denn, ich hole auch ohne 25 weiter, Punkte, Stefan? Ja, dann sichere Moment, ich Moment. Aber so als grobe Richtlinie, so. Jetzt hätte ich auch weiter gewürfelt, genau. Jetzt hätte ich Stopp gemacht. Dein Ergebnis ist gespeichert. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Und wieder legt Stefan Teddy, gut los. Mach mal. Wieder legt Stefan gut los. Überlege gut, was du machen willst. Ganz ehrlich, ich sicher die. Na, Quatsch. 3. Teddy, willst du weiter würfeln ja. oder nicht? Ne, für 4 Punkte sichere ich ja wirklich nicht. Ich bereue nichts. Teddy, das ist natürlich. Ich bereue nichts, meine Damen und Herren. Dann machen wir mal voran. Für 4 Punkte, das Stefan, also ernsthaft nicht. Jetzt kommst du. Sechs Yo. Und aus. Das eine hat gesessen. Klasse 6. Und unser Spiel geht weiter. Der hat ordentlich gesessen, ja. Teddy, Glückwunsch. Los, zeig's uns. Und Feuer. Teddy, die ersten 3. Und das letzte Mal bewürfeln war der Kandidat auch nicht gerade mit Glück gesegnet, sagt man so schön. Teddy, überleg dir gut, ob du weitermachen willst. Und jetzt überlege ich halt wirklich. Also die 7 Punkte hätte ich halt, ja. Ich nehme sie. Das Ergebnis hast du mal im Topf. Achtung, es geht weiter. Im Topf ist das Ergebnis, meine Damen und Herren. Es kann losgehen. Stefan, sicher weiter.
Ich weiß nicht so recht. Ja, komm, sicher. Ich weiß nicht so recht. Naja, überraschend. Stefan, der Nächste. Und das sind 15. Und? Weiter, und Stefan? Langsam wird es wieder interessant. Ich überlege noch. Langsam wird es wieder interessant. Wird Stefan weiterwürfeln? Kann man, muss man nicht. Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt wirklich schwer. Aber Stefan macht weiter. Macht weiter seine Zehner-Taktik. Also Stefan, würfelst du nochmal? Ja, nein, Momentchen. Sobald er eine Zehner-Grenze überschreitet, sichert er automatisch. Zumindest kommt es mir so vor, als wäre das seine Taktik und wird machen 23. Gesichert. Ja. Das kann dir jetzt niemand mehr nehmen. Und munter weiter. Teddy, bitte los. Bitte, danke. Lol, okay, Entschuldigung. Headbang. Na, würfelst du nochmal oder nicht? Ja, ich habe gesagt, was meine Taktik ist. Also, okay, eine 1 zählt. Machst du weiter? Ach, für 6 Punkte sicher. Oh Mann, das ist scheiße. Das kotzt an. Das war so klar, Mann. Würfel, damit Fixer, hätte ich nicht gerechnet. Stefan, los geht's. Stefan hat einen Nachwurf und ist 16 Punkte vorne. Es wird er wieder souverän durchwuppen hier. Willst du weiter würfeln, Stefan? Keine Zweifel, ehrlich gesagt. Ist jetzt eine harte Entscheidung. Ja, deine Mutter ist eine harte Entscheidung. Komm, hier. Machst du weiter, Stefan? Moment. Wird weitermachen. Wenn er jetzt nicht die 6 trifft, dann sichert er wahrscheinlich auch. Ja, souverän. Die Summe ist gesichert. Obacht, wir machen weiter. Den erwischt heute aber auch nicht, ne? Das Teddy, ist unglaublich. Wir warten gespannt auf dich. Stefan ist ein Kind des Glücks am heutigen Abend. Also selbst wenn ich alles richtig entschieden hätte, wäre Stefan vorne einfach. Wie entscheidest du dich? Selbst wenn ich immer richtig hätte, dann wäre ich irgendwo bei 25 jetzt oder so. Aber dieses scheiß 6 mir auf die Eier. So, na komm, das ey. Das war's erstmal für dich. Das gibt's doch gar nicht. Neue Runde, neues Glück. Reicht es bitte vorspulen? Stefan, leg mal was vor. Komm bitte, mach jetzt einfach zu Ende und wir sind quitt. Ist ja unfassbar. Nein, Mist. Und eine 6, Stefan. Wollt ihr weitermachen? Egal. Das Problem ist, es freut mich halt gar nicht, weil es zieht Teddy, nur unnötig in die Länge. Hals, Maul, Steven. Es zieht nur unnötig in die Länge, dieses Spiel. Es ist einfach schon entschieden. Warum ich diskutiere? In 99,9% der Fällen gewinnt Stefan bei so einem Spielstand. Und 0,1% der Fällen ist es komplett am Ausrasten für Teddy. Und das ist halt heute einfach nicht so. Rein Würfel aus Erfahrung. Würfel oder Punkte speichern. So, bitte. Und Wetter so. Ja, das Spiel bestraft diese mich mal wieder, ey. Das, komm! Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Stefan, du bist am Zug. Die negativen Seiten des Zufalls. Was natürlich das Glück des Stefan Raab, das ist ganz klar. Der wird hier Stefan gewinnen. Stefan macht sicher weiter. Ich weiß nicht so recht. Also aus diesem Spiel ist die Spannung ganz klar raus. So ist schade. Recht. Weil es ist halt ein Spiel, was Spannung bietet. Nur halt einfach nicht heute. Komm, jetzt holen wir irgendeine 2 oder 3 in Speicher, dann haben wir es auch gleich geschafft. Ich überlege noch. Ja, deine Mutter überlegt jetzt, meine Güte. Das ist unfassbar. Sieht gut aus, Stefan. Und dann sichert er nicht das mal. Glaub ich ja, auch. Was ist das denn? Wird Stefan weiterwürfeln? Ich wünsche dir jetzt eine 6 an den Hals. Rate mal, was nicht kommt. Jetzt kommt wahrscheinlich eine 8 und er hat gewonnen. Ja, Alter. Diese Summe kann dir mal keiner mehr nehmen. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Oh, wer die wohl gewinnen Teddy könnte? Na, dann mach mal. Willst du mich verarschen? Komm, wirf eine 6 an, ist links vorbei. Natürlich. Teddy, willst du deine Punkte speichern? Also, wir sind mal realistisch. Teddy hat keine andere Chance, als einfach zu würfeln, zu würfeln, zu würfeln, zu würfeln, zu würfeln. Sichern bringt jetzt nichts mehr. Stefan hat 4 Punkte schneller zusammen, als du gucken kannst. Teddy, das kann passieren. Props an den Zufallsgenerator an dieser Stelle. Eine neue Runde beginnt. Stefan, nun darfst du ran. Ich hatte schon mehr 6, als ich Punkte hatte inzwischen. Oh weia. Eine 6.
Genau, das ist nämlich es mies. Es geht weiter. Sehr aufregend. Stefan... Teddy, zeig, was du kannst. Okay, Stefan kriegt weniger, aber er kriegt auch einige Sechser. Das Problem ist, er kriegt sie halt immer auf Position 1. Alles, was er nachwürfelt, kriegt er auch an Punkten. Er hätte auch in Versuch 1 einfach durchwürfeln können. Ja, du, mich Teddy, auch scheiß 5. Weiter? Brauche ich nicht. Ja, mach weiter. Ich will auch ins nächste Spiel endlich. Vorbei. Das ist nicht wahr. Hm, interessant. Was Stefan, soll dieser zeig Scheiß? Mal, was du drauf hast. Boah, das kotzt echt an, wenn das Spiel einen einfach oh nein, bewusst verdammt. Fickt. Ja, was meine ist denn jetzt los? 6. Wahrscheinlich geht es jetzt so weiter. Ich sichere jetzt alles, was ich bekommen kann. Das ist Teddy, mir egal. Bereit? Wenn jetzt eine 1 kommt, dann sichere ich die. Jawohl, sichern, komm. Nochmal? Nein, 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 nein. Du spielst also auf Nummer sicher. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann ja, weiter. Das gewinne ich nicht. Ich verschwende auch keine Zeit Stefan, mehr in dem Spiel. Das sehe ich mach überhaupt nicht ein. Ich habe immer noch mehr Sechser gewürfelt, als ich Punkte habe. Macht es nicht besser. Also, Stefan. 1. Würfelst du nochmal? 6. Ja, nein. Momentchen, Momentchen. Es wäre wirklich witzig. Es wäre so eine Genugtuung für eine geschändete Zufallsseele. Ja, komm. Wiedersehen. Und dein Ergebnis wird gespeichert. Diesmal hat sich Stefans Risikobereitschaft bezahlt. Das ist doch totaler ja, Bullshit. Kann ich. Risikobereitschaft am Arsch. Wo waren das ich Risikobereitschaft? Ich bin ja gespannt auf den So ein Scheiß. Spiel 5. Münzen zählen. Blamieren oder kassieren. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht in den bisherigen Spielen von Teil 2. Mal gucken. Elton, meine Damen und Herren. Hallo. Ich bin Elton und das Spiel heißt Blamieren oder Kassieren. Sekt oder Selters. Ich gleichzeitig. Ich werde euch Fragen stellen. Alter! Und wer als erstes bast. Wie sieht denn Elton hier bitte aus? Was ist das denn? Kann die Frage beantworten. Das sieht so lächerlich aus, Alter. Wird die Frage richtig beantwortet, gibt es dafür einen Punkt. Ich würde meinen Schönheitschirurgen verklagen. Wenn die Frage falsch beantwortet wird, kann der andere antworten, muss aber nicht. Wenn er falsch antwortet, gibt es gar keinen Punkt. Wenn er richtig antwortet, gibt es 2 Punkte. Wer von euch als erstes 5 Punkte hat, hat gewonnen. Ich würde die Macher von dem Spiel verklagen, wenn ich Elton wäre, ernsthaft. Konzentriert euch und das schon geht's unglaublich. Los. Tust mir leid, Elton. Woraus besteht Viskose? Was, Viskose? Was ist denn Viskose? Hab ich noch nie gehört. Ja, pff. Also Zellulose ist Quatsch. Chitin glaube ich auch nicht. Xanthan? Das ist falsch. Der nächste bitte. Es ist doch Zellulose. Was ist Doppelpunkt. Na komm. Doppeldank. Doppeldank Arsch. Oh weia, da tue ich mir ja beim Vorlesen schon schwer. Wie buchstabiert man ein A? Land, das keinen Zugang zum Meer besitzt? Bananenrepublik ist Quatsch. Binnenstaat, hast du nicht gesagt. Genau. Bravo. Irgendwas mit Binnen. Dann mal munter weiter. Womit behandelt man eine Lungenentzündung? Also Aspirin ist Quatsch, Salbeitee auch, Antibiotika oder was ist denn Diclofenac oder was auch immer? Teddy. Ja. Ah, das war leider dann falsch. Antibiotika, Stefan macht das 4-1 hier klar. Stefan antwortet nicht, okay. Er hat den Punkt sicher, ist voll in Ordnung. Die gültige Antwort ist nämlich... Diclofenac. Antibiotika. Ja, unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist interessant. Wer jagt Tweety? Jetzt ja. bist du ein Punkt näher am Sieg. Silvester. Jawohl. Bams. Neue Frage. Tweety, dieser Glück. Gelbe Vogel und Silvester die Katze. Wie heißt der Londoner Stadtteil, nach dem der Nullmeridian benannt ist? Looney Tunes. Also hießen die, glaube ich, von vorher. Der Londoner Stadtteil, nach dem der Nullmeridian. Greenwich. Scheiße, hätte ich mal gedrückt. Das war Fuck. Die richtige Antwort. Und eine weitere Runde. Ja, wenn man die Antworten nicht sieht, ist es immer gar nicht so einfach einzuschätzen, leider. Wer gilt als der schlechteste Regisseur aller Zeiten? T. Loni, nee, weiß ich nicht. Edward? Jerry Bruckheimer? Also Jerry Bruckheimer, glaube ich nicht. Steven Spielberg auch nicht. Wer ist denn John Frankenheimer? Da kann ich nichts sagen, außer... Stimmt! Yes! Lasse. Gut geraten, Na, wer ist was Edward? Haben wir denn da? Wer hat die Oper Carmen geschrieben? Ich drücke einfach alles, weil ich will nicht, dass der die Punkte bekommt. Carmen, Verdi, Bizet, Donizetti, Teddy. Wow! Die Antwort ist richtig! Das ist ja unglaublich, Yippie. Eine Aufholjagd, die ihresgleichen sucht. Also,
Hätte Stefan Antibiotika gesagt, hätte das gehört. Welches griechische Gericht bezeichnet Fleischspieße? Oh, Souvlaki oder Biftiki. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Nein! Gibt es ein Gegenangebot? Halt's Maul, du Wichser! Und die Achtung, ja. 2 Punkte für den Zockerkönig. Danke. Das war total dämlich. Ich hab doch Stefan kam, direkt im Kopf gehabt, Souvlaki. Ja. Fast möchte dann ich sagen, ad libitum. Hab ich mich verunsichern lassen. Das war total unnötig. Scheiße. Und Raab geht in Führung. Unnötigerweise. Spiel 6. Schießen. Männlich. Ja, okay, schießen. Dann wollen wir mal schießen. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst auf eine Zielscheibe schießen und bekommt Punkte, je nachdem, wie gut ihr trefft. Jeder hat 5 Schuss pro Runde. Es werden 4 Runden gespielt. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So, konzentriert euch. Es geht los. Teddy, bist du bereit? Das ist total ärgerlich gerade gewesen. Weißt du, mega Aufholjagd. Ich glaube, 4-1 war Teddy hinten. Holt es 4-4 und dann... Leichtsinnsfehler, muss man sagen. Und wieder wird die Pistole abgefeuert. Ja, das waren die 8. Also ich glaube, die Frage ist, wer findet hier besser in das Spiel rein? 9, 9 und 9. Teddy, 2 und beeindruckend. Machst du das professionell? Eine neue Runde beginnt. Letztes Mal auf 4 von 5, 3 von 4 mal 42. Zeig mal, was du drauf hast. Das ist unglaublich. Also im Schnitt bleibt Raab drunter. Im Schnitt, ja, das muss ja gar nichts heißen. Nee. Stefan, nee. Ich glaube, du hast heimlich geübt. Wollt ihr weitermachen? Nicht wirklich, letztes Mal war er besser. Ihr müsst. Steven, du Dampfplaudertasche. Teddy, mach mal. Konzentration hoch. 8, 9. Oh, oh. Und das ist genau die Gefahr. Wenn man zweimal direkt hintereinander schießt, kann man das eventuell nicht richtig einschätzen. Und da kommt eben sowas bei raus. Teddy. Schwach. Ast rein. Spitze. Nee, schwach. Es geht weiter. Steven, schwach. Auf. Schlecht. Stefan. Los geht's. Schlecht, wie Details aus meinem Leben auszudenken. Das ist kein Klatschmagazin. Du sollst einen Gegner schon battlen, du Genix. So, 7-7. Geht schon mal nicht so gut los. Er muss einfach das Bullseye treffen jetzt. Das ist ja gar nichts. 35. Stefan, wenn du so weitermachst, könnte sich der Sieg ausgehen. Wenn er so weitermacht, dann werde ich ihn beerdigen nach Runde 3 schon. Teddy, jetzt kommst du. Ist ja unfassbar. Kann ich eigentlich hin so einen Schlons erschießen jetzt mit? Da muss ich mich nicht mehr konzentrieren. Vielleicht ist es Stefans Taktik. Ich gehe unten konzentriert ran und er haut dann raus. Teddy, ein durchschnittliches Ergebnis. Ja, wird immer schlechter, aber immer noch besser als Stefan. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Stefan, du bist dran. Also er muss ins Bullseye treffen, das ist ganz klar. Ohne das kann er ja einpacken. Da besteht überhaupt kein Diskussionsbedarf. Stefan. Danke. Spitze. 7, 7, 10. Ja. 40 immerhin, aber auch nicht Stefan, gut. Der Wilhelm Tell verschlagt den Rat. Nee. Interessant. Teddy, na dann mach mal. Ich sag, 35 Punkte reichen hier voll aus gerade, also 5 mal die 7. Mehr ist nicht notwendig, um zu gewinnen. Teddy, unglaublich, das war super. Wow, souverän. Teddy, ja, unglaublich. Super. Dann machen wir mal Rat voran. Kann nicht mehr gewinnen. Stefan, es kann losgehen. Rat kann nicht mehr gewinnen. Er hat maximal ist er 2 Punkte unter hier, ne? Mann, was für ein Blattschuss. Tragisch, trotz einer Weltklasse-Leistung. Stefan, ja, hat er verloren. Das ist Spitzensport in Reinkultur. Da freut man sich beim Zuschauen. Wenn er jeden so geschossen hätte, ne? Der Hand-Augen-Koordination musstest du ja. Prima! Ja, nochmal schöner Endspurt ohne Erfolg. Der Spielstand Raab bis jetzt. Ist wieder hinten. Spiel 7. Wann war was? Ach, schon wieder. Das fand ich letztes Mal schon so geil, bis darauf, dass Stefan
ein Arsch ist. Aber ansonsten. Ja, Steven, bitte. Wollen wir mal, wann war was spielen? Ihr spielt gleichzeitig. Fragen müssen mit Jahreszahlen beantwortet werden. Das Schöne ist, es gibt auch Menschen, wo sich der Mund bewegt, wenn man redet. Steven gehört nicht dazu. Passt, um als Erster zu antworten. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Okay. So, Leute, kennen wir ja noch vom letzten Mal. Beginnen. Die Augsburger Puppenkiste gibt mit dem Stück Peter und der Wolf ihre Fernsehpremiere. Ja, das ist schon wieder ein bisschen sehr viel länger her. Volkswagen senkt den Preis des Käfers von 4.400 auf 4.200. Wenn Stefan drückt, dann gehe ich aus Protest. Der Amerikaner Albert Scott Crossfield fliegt als erster Mensch mit einer Douglas Skyrocket zweifache Schallgeschwindigkeit, Mach 2. Der russische Staatschef Josef Stalin stirbt in Moskau. Boah, das ist schwer, das ist schwer. Die Fußballtrainer Felix Magath und Christoph Daum kommen auf die Welt. Man hat also eine ungefähre Ahnung und man weiß es nicht. So, und jetzt drückt Stefan nämlich, genau. Hat er das gewusst oder nur geraten? Stefan war jedenfalls wieder schneller als der Rest. Die sind beide 61? Ernsthaft? Das ist unglaublich. Deutschland feiert die Welt bei der Fußball-WM ein Sommermärchen. 2006. Ein Sommermärchen war 2006. Tim, ja? Weiter so. Jetzt bloß nicht ablenken lassen. Ich habe Frage 1 gewusst, aber die war auch leider nicht schwer. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut. Dann weiter. Ich nehme den Punkt trotzdem gerne mit, ganz klar. Der zypriotisch-türkische Politiker Rauf Denktaş proklamiert den türkischen Bundesstaat von Zypern auf der gleichnamigen Insel. Ja, super. Die Rocky Horror Picture Show feiert Premiere und entwickelt sich nach einer mäßigen Premiere zum Kulthit. Das Produktionsmaterial des 5D-Mark-Stücks wird von Silber auf eine Stahllegierung umgestellt. Weil die Kosten den Wert des fertigen Produkts übersteigen. Wie kann Stefan das wissen? Das hätte sogar meine Oma gewusst. Oder so tun, als wüsste er. Vielleicht kann er die Konkurrenz antworten. Nee, ich antworte nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und warum soll ich einen Punkt, den ich sicher habe, wieder verschenken? Das ist dämlich. Also 5D-Mark-Stück. Von Silber auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich werde auch nicht drücken. Ich lasse Stefan da gerne den. Der Vortritt ist falsch, aber ich nehme den Punkt mit. Teddy, die Runde ging an dich. 75. Das war ja ein Klacks. Weiß ich nicht. Die gültige Antwort lautet wie folgt. 1975. Nein! Eine neue Runde beginnt. Das ist nicht euer George Ernst. George Michael Ficken. Bringt sein erstes, sehr erfolgreiches Soloalbum Faith heraus. Eric Carton, Faith plus 1. Es ist echt Thomas Mann. Der Film Angel Heart mit Robert De Niro und Mickey Rourke startet in den Kinos. Es war aber auch mehr geraten, muss ich ehrlich sein. Also ich hätte nicht 75 eingetippt, unter keinen Umständen. U2 veröffentlicht das Album The Joshua Tree. Keine Ahnung. Ja, nee, weiß ich nicht. Falsch. Nun darf die Gegenseite. Nee, den Punkt nehme ich auch mit, weil ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder bei keinen der drei Fragen irgendeinen Bezug zu irgendwas. Vielleicht gewinnt Teddy hier einfach nur, weil Stefan falsch antwortet. Das wäre schön. Ganz ehrlich, man kann die Uhr auch schneller ablaufen lassen. Das finde ich. Da kann man schon ein bisschen raushauen. Teddy, die Runde ging an dich. Ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich sage jetzt auch keine Zahl, weil sonst ist sie wieder richtig am Ende. Und die korrekte Antwort ist 1987. Nee, keine Ahnung. Achtung, es geht weiter. Die Mehrwertsteuer wird in Deutschland eingeführt. Boah. Ja, das kann alles zwischen 1900 und 2000 sein. Ein mutmaßlich Geistesgestörter beschädigt im Pariser Louvre das Gemälde Die Jungfrau mit den Engeln von Peter Paul Rubens. Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stefan. Und unser Spiel geht weiter. Sind so ein bisschen Spielspaß, wenn Stefan immer sonst welche... Friedrich Dürrenmatts Stück Der Besuch der alten Dame wird in Zürich uraufgeführt. Wenn Stefan einfach wahllos drückt und dann ist auch noch weiß bei Sachen, wo ich... Belgien führt als letztes europäisches Land die Führerscheinpflicht ein. Das war ein bisschen früher. 15, in der 60. Bundesrepublik müssen zum letzten Mal Steuermarken für das Notopfer Berlin auf Postsendungen geklebt werden. Ich sag jetzt einfach irgendwas, keine Ahnung. Tja, leider. Mal sehen, ob die Gegenseite dafür mehr weiß. Macht nichts. Jetzt haben sich ja sehr viele Zuschauer
ganz viel Mitleid mit euch. Hier ist die richtige Antwort. 1956. Ja, ich war immer ein bisschen näher dran. Und munter weiter. Also irgendwas zwischen 50 und 60. Die Amerikanerin Billie Jean King siegt bei der Damenkonkurrenz in Wimbledon. Okay, ich drücke jetzt echt nur noch, wenn ich es weiß, weil sonst, es hat ja keinen Sinn irgendwo. Das deutsche Fernsehen zeigt erstmals die Science-Fiction-Serie Raumpatrouille über das Raumschiff Orion, ein Straßenfeger. Ich hab noch nie von gehört. Der Fernsehpreis Goldene Kamera wird zum ersten Mal verliehen. Unter den Preisträgern sind Showmaster Hans-Joachim Kuhnkampf und Schauspielerin Inge Meisel. Ja, je früher er drückt, desto sicherer Stefan, weiß er das. Untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Ich versuche es zumindest. Interessant. Der Schauspieler James Dean stirbt bei einem Autounfall mit seinem Porsche. Wer ist James Dean? Die Ratesendung Was bin ich mit Robert Lemke wird erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Jetzt hat man schon wieder eine ungefähre Die Ahnung. Afroamerikanerin Rosa Parks weigert sich, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen. Dies wird als Beginn der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung angesehen. Nein! Bundeskanzler Konrad Adenauer bewirkt die Freilassung der letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Chance vertan und eine neue Chance für die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Rosa Parks, Konrad Adenauer. Ich glaube, ihr blamiert euch einfach gerne in der Öffentlichkeit. Blamieren weiß ich Korrekt nicht. Korrekt ist... Wahrscheinlich früher. 1955. Ja. Da habe ich mich... Obacht, wir machen weiter. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr von Stefans Antwort... Der Fluch der Karibik mit Johnny Depp erweist sich als wahrer Kassenknüller. Ein bisschen davon beeinflussen lassen. Irgendwo, wir sind über 2000. 2002, 2003. US-Präsident George W. Bush kündigt den Einmarsch amerikanischer Truppen in den Irak an. Bitte, 2004? Nein! Du hast es gerade deinem Gegner ermöglicht, 2 Punkte zu machen. War nicht Irak 2004? 2003? 5? Stefan versucht, eine Abentscheidung zu erzwingen. Wer kann ihn stoppen? Fuck! So wie es aussieht, niemand. Stefan hat, wann war was, gewonnen. Damit habe ich gerechnet. Nein! Das ist so ärgerlich. Vom letzten Mal auch um genau ein Jahr verschätzt und das hat mich dann den Sieg gekostet. So. Was sagt die Antwort? Spiel 8. Fangen. Klassiker mal wieder, bitte. Und Fangen ist eines meiner Lieblingsspiele. Ihr Meins spielt auch. Gleichzeitig. Ihr sitzt euch gegenüber. Einer hält eine Schnur mit einer Figur, der andere hält einen Würfelbecher. Es wird gewürfelt. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, muss der eine Kandidat die Figur so schnell wie möglich wegziehen. Der andere muss sie mit dem Becher fangen. Wenn der Kandidat mit der Figur entkommt, erhält er einen Punkt. Wenn nicht, erhält der andere einen Punkt. Wenn keine 1 oder 6 gewürfelt wird und ihr die Figur wegzieht, bekommt euer Gegner einen Punkt. Nach 2 Runden... Ja, nach 2 Runden wird gewechselt. Komm, kennen wir doch inzwischen. Ene, mene, mu. Du bist der Fänger. Du bist die Kuh. Scherzkekse. Das kotzt mich jetzt echt an. Okay, wieder sammeln. Weiter geht's. Nächstes Spiel abhaken. Noch ist hier alles drin heute. Teddy, 1-0. Das war korrekt. 1 Punkt für dich. Wir beginnen eine neue Runde. Wir wissen ja standardmäßig, dass Stefans Reaktionszeit hier nicht wirklich herausragend ist, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, wie gut ist sie denn dann? Letztes Mal, glaube ich, 5-1 verloren, davor auch nicht wirklich berauschend oder beziehungsweise besser. Die Potsau von Köln-Mühlheim. Irgendeinen komischen Spitznamen raussuchen, check. Und das ist die 6. Teddy, du hast die Figur geschnappt. Bravo. Irgendwann kriegt man ein Auge dafür. Auf ein neues. Weil das im Spiel der Würfel immer gleich fällt. Aus dem Fänger wird der Gejagte und umgekehrt. Ja, also in echt wäre natürlich beim Würfel ganz andere Flugbahnen, aber hier sind
Ja, ungefähr. Immer die gleichen, oder es gibt auf jeden Fall Muster. Das war schnell und vor allem richtig. Muster, die man halt irgendwann machen. Drin hat. Deswegen, man kann Schlag den Rab auch nicht zu lange spielen. Egal ob am Stück oder generell zu oft, ist irgendwann. Hast halt die meisten Spiele zu gut drin und gewinnst halt im Mittel immer. Und meistens dann auch relativ unspannend. Und da, ich kann ja auch eine Schwierigkeit hochstellen, das hätte ich sonst auch gemacht, aber es ist scheinbar eine Standardschwierigkeit. Locker. Na, du hast deine Figur ja blitzschnell gerettet. Na gut, nicht locker, aber gerettet, ja. Eine neue Runde. Jetzt tauscht ihr die Rollen. Fänger wird Gejagter und andersrum ebenso. Letzter Wurf. Oder, naja, nicht letzter Wurf, aber letztes. Fänger, Spiel 5-0. Eiskalt. Souverän. Erwischt. Gut gemacht. Teddy, du hast Fangen gewonnen. Du hast ein tolles Reaktionsvermögen. Das war ja ein Klacks. Ja, da hat seine Frustration von gerade eben ihn wohl angespornt. Nun der Zwischenstand. 2016. Spiel 9. Marienkäfer. Das berühmte Punktezählen auf dem Rücken. Also auf dem Rücken der Marienkäfer jetzt nicht. Es geht um mehrere Käfer, die alle Maria heißen. Ihr spielt gleichzeitig. Steven, nein. Nein, 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 nein. Wir machen jetzt hier mal Stopp, ja. Sprachausgabe 0. So. Das sehe ich überhaupt nicht mehr ein. Ja, okay, sonst verstehen wir das Spiel nicht. Aber Steven, komm bitte, lass es einfach. Das ist einfach zu traurig. Marienkäfer krabbelt. Zählt alle Punkte auf den Rücken der Käfer und buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Beginnen wir. Sage ich nichts mehr zu, okay. Das sind 19 Punkte und Teddy. 1 für Teddy. Das war nicht schlecht. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Einstelliges Addieren. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Ja, aber klar, man verguckt sich gerne mal, zählt einen Punkt falsch und dann ist halt scheiße. Und sind das denn 18? Sollten zumindest sein. Ein klarer Rundensieg für dich. Ha, ich bin gut. Souverän, würde ich sogar wird sagen. Die nächste Runde gewinnen. So, das ist ein 7er, noch ein 7er, 4, 5, 5. Das ist ein 5er, ja. Das war ja nicht schlecht. Ach, zum Glück. Eine neue Runde beginnt. Da ist eine 4, eine 6, eine 5, eine 6, eine 7. Das sind 28. Teddy. Weiter so. Jetzt bloß nicht ab. Ansonsten liege ich immer im Mittel 2 oder 3 Mal falsch. Dann machen wir mal voran. Ich mich einfach um 1 verrechnen, aber heute läuft gut. Das finde ich sehr schön. So. 5, das sind 8er. Das sind 13, 17, 21, 26. 34. Unglaublich, ja, wie man derart die Konzentration beibehalten kann. Locker. Teddy, gut gemacht. Alle Marienkäfer würden dir applaudieren, wenn sie Hände. Oh super. Ja. Das war verdient. War es aber wirklich. Also erst fangen, jetzt Marienkäfer. Stefan mit einem Zwischentief, könnte man sagen. Vorne. Spiel 10. Dosenwerfen. Okay, das Spiel hatte ich auch noch nie. Eine Dosenpyramide komplett umschießen, die hat unbegrenzt viele Bälle. Wer zuerst eine Pyramide ganz umgeschossen hat, gewinnt. Dosen. Okay. Damit sollte man ja kein Problem haben. Glaubt man. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst jeder eine Dosenpyramide komplett umschießen. Jeder von euch hat unbegrenzt Bälle. Wer zuerst seine Pyramide ganz umgeschossen hat, gewinnt. Ja. Wie gerade vorgelesen. Okay. Also sogar die richtige Musik und keine Happy Peppy Humble Musik. Ja, dann kommt der erste Wurf, der ist gut und der räumt um. Teddy, jetzt sind es nicht mehr viele. Teddy, sieh zu, dass du deinen Vorsprung vergrößern kannst. Ja, weil es eine Reihe mit. Oh, wunderbar! Viele sind es nicht mehr. Ja, unglaublich! Der könnte gut sein und räumt ab. Vier jetzt bleiben. Sind es noch. Also beide stellen sich als gut an. Sehr gut im Zielen, gute Stärke. Das wird natürlich umso schwerer, je kleiner die Pyramide ist.
Schnell, bevor deine Wurfhand nachlässt. Was? Jetzt geht's natürlich gut zu zielen. Der könnte auch gut sein. Der könnte gut sein! Teddy. Eine einzige Dose. Eine einzige Dose. Raab kann jetzt nicht gewinnen. Er kann aber total versagen. Das war ein taktischer Zug. Mhm. Ja. Genau das, Stefan. Okay, komm. Ja, ja. Ja! Aber Stefan hat den Nachwurf. Moment. Es kann ja noch alles passieren, ja? Nie im Leben! Nichts getroffen. Was ist denn los? Auf einmal läuft es. Das war ja mal was. Es flutscht wie Durchfall. Es läuft flüssig wie, naja, egal. Dann zählen wir mal Pünktchen. Ja, was ist denn hier los? Spiel 11. Ja, Stefan, es tut mir jetzt leid. Da wird jemand abgeschlachtet. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Da kommt doch Freude. Und quadrieren. Ihr spielt gleichzeitig. Löst die Kopfrechnung, dann buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Ich überlege gerade, ob ich ihn fertig machen soll oder ihm wieder eine Chance gebe wie letztes Mal. Na, dann mal los. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse ihm eine Chance. 108. Ach, dann halt nicht. Ja, weiß ganz ehrlich, wenn er nicht drücken will, was soll denn das bitte? 108, nachrechnen, ja. Teddy, stimmt. Neue Runde, neues Glück. Wenn Stefan zu lang zum Drücken braucht, dann habe ich ja keinen Bock drauf. Das sind 97. 3, 2, 1. Ja, tut mir leid, Stefan. Lame Schnecke. Eine neue Runde beginnt. Nee, komm, nicht ernsthaft. Solche Billo-Aufgaben will ich überhaupt nicht sehen hier. Weiter komm, so. Weg damit. Interessant. Nee, da gebe ich mich nicht mit ab. Ich werde die aus Protest nicht beantworten. Einfache Additionsaufgaben will ich da nicht. Da kennt sich wer aus. Nein, will ich nicht. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Ich will auch ein bisschen was Schweres. 2, 1. Ja, dann nicht, Stefan. Richtig beantwortet. Dann lasse ich ihm schon die Chance, dann nutze ihn nicht. Es geht weiter. Bis zum Elfmeter, den er ins falsche Tor schießt oder so. Das sind 100? Nee, 80, Entschuldigung. 80 sind das natürlich. 3, 2, 1. Ah, gerade noch gedrückt, Stefan. Gerade noch, mein Freund. Stefan, die Antwort ist richtig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich, die will ich jetzt selber haben. Das sind 61. Leider nicht. Was? Verdammt! Ach, nein. Richtig ist? Ja. Selber schuld. Selber schuld. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. 9 plus 5 ist halt nicht 13 einfach. Jetzt muss ich aber wirklich sicher drücken. So, das sind 600 irgendwas mit 80. 686. Tim, das ist korrekt. Aber hallo, war ich gut. Boah, jetzt nicht blamier. Es geht weiter. Sehr aufregend. Das ist schlimm genug, dass ich mich zweimal verrechnet habe hier. Das kann ich eigentlich gar nicht machen. Das sind 25 minus 10. Das sind 15. Und das ist der nächste Sieg. Das akzeptiere ich als richtig. Teddy, du bist der Sieger. Was blamiert, ey. Unglaublich. Ich kann einfach, ich kann Kopfrechnen nicht verlieren. Es darf nicht. Es darf einfach nicht sein. Und es steht 50 zu 16, glaube ich, waren es. Was wir daraus lernen, zeigt uns der Zwischenstand. Snake. Kein Matchball, aber ein Matchspiel. Hammerwerfen. Okay. Okay, von mir aus. Hammerwerfen. Da kann man sich mal so richtig wehtun. Ihr spielt abwechselnd. Zunächst müsst ihr euch drehen, um Geschwindigkeit aufzubauen und dann den Hammer... Ach komm, wir wissen auch, wie Hammerwerfen funktioniert. Das hören wir uns jetzt nicht an. Mal schauen. Ja, die Musik nehmen wir. Also. Ja, souverän. Ich habe gewonnen, würde ich sagen. Teddy, ein super Wurf. Das holt Stefan nie im Leben ein. Das kannst du vergessen. Stefan, mach mal.
Das kann Stefan nicht schaffen. Spiel please. Ja, so schon mal gleich gar nicht, ja? Stefan wird faulen, weil er nicht richtig aufbauen kann. Schwung und weg. Stefan, hatte ich erklärt, dass man auslassen muss? Ich glaube schon. Ich lass dich gleich aus. Teddy, zeig mal, was du drauf hast. Pass mal auf. Ich will natürlich meinen Rekord knacken. Und auch die Richtung hat wieder nicht ganz gestimmt, leider. Ansonsten wäre mehr drin gewesen. Da werden wir hoffentlich noch etwas besser. Stefan faul und dann im letzten 61 oder so. Los, zeig's uns. Okay. Ich weiß gar nicht, ob er die 60 schon mal geknackt hat in den ganzen Spielen, die ich hier schon gespielt habe. Der könnte gut werden. Aber den wird, da wird er wahrscheinlich... Na ja, denn da wird er falsch loslassen, ja. Ja, da freut sich dein Gegenüber, würde ich sagen. Also rein Richtung. Würde ich auch sagen. Mist. Teddy, bitte los. Lol, okay. Ich muss mich eigentlich überhaupt nicht mehr anstrengen, ich mach's aber trotzdem. Nee. Richtung ganz, ganz klar für den Arsch. Teddy, der Hammer ist ja komplett in die Pampas geflogen. Ja, was für ein Hammer, ey. Stefan, du bist dran. Also, wenn Stefan jetzt nicht dick einen raushaut, dann war's das für ihn der Abend wird. Ich sag, zu 95% an Teddy gehen. Ja, ja, das ist nie im Leben, Stefan. Das kannst du vergessen. Du wirst faulen, weil du es nicht hinkriegst. Du Loser. Je länger du dich drehst, umso besoffener wirkst du. Bravo, du hast deinem Gegenüber gezeigt, wo der Hammer hängt. Das war ja nicht schwer. Schade, Stefan hat ganz... Dann zählen wir mal Pünktchen. Stefan hat ziemlich gut angefangen und dann einfach komplett abgeflacht, nachgelassen. Verliert hier zu Recht mit einem Unterschied von 46 Punkten. Ist eigentlich schon heftig. Stefan hat verloren. Da jubelt das Publikum und der Sieger. Mal wieder ein Sieg für den Kandidaten. Stefan geht hier leer aus. Und das Witzige ist, ich brauche die Credits gar nicht mehr, weil Credits sind nur dazu da, um Bonusinhalte freizuschalten. Und die habe ich halt schon alle. Ich habe halt schon so viele Credits geholt, dass ich sie alle freischalten konnte. Und ja, das war's mit Schlag den Rab Spiel 2. Für immer und ewig. Es sei denn, also ich werde das Spiel nicht mehr selber spielen. Aus dem Grund, ist halt zu einfach. Ne, nicht so einfach, aber irgendwann kennt man die Spiele halt und dann, es wird auch so ein bisschen, wirklich nur ein bisschen langweilig bei mir selber. Deswegen, wenn ich einen Gast bekomme, dann werde ich das auch ausnutzen. Also wenn hier jemand, zum Beispiel der Happy Coda, ja, wenn er hier sagt, ich habe Bock auf Zocken, dann kommentiere ich und dann wird das eine schöne Koop-Folge. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, mein Name ist Loni, vielen Dank fürs dabei sein bei Schlag den Raab. Zweites Spiel. Das ist doch gar nicht Folge 2. Ja, du hältst die Fresse jetzt. Krass, Abmoderation gestört, ey, Pisser.